Moin meine Freunde, mit dem neuen Update gibt es nicht nur eine Reihe von neuen Features und eine Menge Gratis-Gold, sondern auch mega viel, was man falsch machen kann und später dann bereut. Damit euch das nicht passiert, gibt es in diesem Video die wichtigsten Tipps für das neue Update. Mit dem Update gibt es auch einen nagelneuen Season Pass und zwei davon verlose ich unter diesem Video, wenn ihr das Video liked, meinen Kanal abonniert und mit Creator Code Psy kommentiert. Starten möchte ich mit einem Thema, was mir besonders am Herzen liegt, leider noch nicht alle von euch betrifft, aber die dies betrifft, müssen darauf unbedingt achten, denn das ist das Wichtigste. Denn es geht um alle Spieler, die jetzt gerade schon in der Squad-Liga drinnen sind. In einer Woche ist nämlich der Trophäen-Reset und unsere Trophäen werden ein weiteres Mal halbiert. Das ist eher das kleinere Übel. Viel schlimmer ist, dass wir alle auf Level 120 zur Lava-Welt zurückgesetzt werden und dann erstmal wieder 30 Level auf der Squad-Reise pushen müssen, bis wir dann erneut die Liga erreichen. Das sind umgerechnet übrigens 49.370 Portal Energy. Und damit ihr diese 49.370 Portal Energy so schnell wie möglich erreicht, heißt es für euch jetzt sparen, Leute. Ich empfehle euch, ab sofort keinen einzigen Buster mehr aufzuleveln, damit ihr die Portal Energy, die ihr pro Upgrade bekommt, bis zum Reset spart und sie dann auf einmal benutzen könnt. Ich selber werde meine drei neuen Buster, die ich ja mit dem Update bekomme, auch erstmal eine Woche lang komplett auf der Babystufe lassen, sie nicht benutzen und kein einziges Mal upgraden. Das gleiche gilt natürlich fürs Buch. Ihr werdet einiges in der Lava-Welt abholen können, aber auch hier empfehle ich euch, spart es euch auf. Wenn ihr noch nicht in der Liga seid, dann gilt natürlich genau das Gegenteil fürs Buch. Sammelt alles ein, versucht so viel wie möglich in der Lava-Welt zu erreichen, denn nach der Woche werdet ihr die Lava-Welt erstmal für eine längere Zeit nicht mehr spielen können. Und nicht nur im Buch können die Leute, die nicht in der Liga sind, fleißig Portal Energy einsammeln, sondern natürlich auch durchs Leveln der Buster-Leute. Ihr könnt es machen, ihr müsst nicht warten. Vor allen Dingen jetzt, wo ihr so viel Gold bekommen habt und dauerhaft mit Huhn-Tickets spielen könnt, macht es doch gleich doppelt so viel Spaß. Und mit dem Gratis-Gold sind wir auch schon beim nächsten Thema, denn jeder von euch wird durch die ganzen Keys und durch die Megatruppen eine Menge Gold umsonst bekommen haben. Dieses Gold kann man natürlich durch angebliche Super-Duper-Angebote prima im Shop verpulvern oder man kauft sich viel zu überteuerte Buster für 100.000 Gold. Oder man gibt's einfach clever aus. Ich bleib dabei, die Truhen-Tickets haben immer noch am meisten Value. Das Spielen macht viel mehr Spaß mit Truhen-Tickets und ihr levelt nach jeder Runde irgendeinen Buster. Das ist viel sinnvoller, als euch die Buster im Shop zu kaufen, denn früher oder später zieht ihr sie sowieso umsonst. Übrigens noch ein wichtiger Tipp bei den Truhen-Tickets, kauft euch nicht direkt hunderte gleichzeitig, sondern kauft sie euch immer nach und nach. Denn wenn ihr viele Truhen-Tickets besitzt, dann kriegt ihr erstens nicht mehr die Gratis-Tickets und zweitens lohnt es sich teilweise auch gar nicht, mit Truhen-Ticket zu spielen. Wenn ihr zum Beispiel eure Streak gerade verloren habt, lohnt es sich die nächsten paar Runden nicht mit einem Truhen-Ticket zu zocken. Da könnt ihr euch besser erst die Streak aufbauen und dann mit einer hohen Streak in das Truhen-Ticket reingehen und mehr Value aus der Truhe rausholen. Genau das gleiche gilt natürlich auch für die neuen Truhen-Multiplikatoren. Auch die haben die meiste Value bei einer 10er-Streak. Und wenn ihr den Multiplikator dann aktiviert, dann schaut bitte vorher auf die Rotation, ob da gerade Buster drin sind, mit dem ihr auch Erster werden könnt. Wenn da nur Buster drin sind, die ihr noch super unterlevelt habt oder mit denen ihr einfach nicht umgeht, könnt, da bringt es nicht so einen Multiplikator einzusetzen, weil ihr dann höchstwahrscheinlich sowieso nicht den ersten Platz holt. Denn für den ersten Platz gibt es, wie ihr ja wisst, die meisten Truhen-Tabs. Eine andere Sache, die man sich eventuellerweise noch im Shop kaufen kann, die aber nur Sinn macht und wirklich nur, wenn ihr nicht ganz so viel Zeit habt, das sind die Pancakes. Diese Angebote sparen euch halt Zeit, ihr müsst nicht so viele Pancakes sammeln, aber wenn ihr euch sie holt, dann macht das bitte erst am letzten Tag von diesem Event. Spielt erstmal eine ganze Woche lang durch und guckt, wie viel euch noch fehlt. Und wenn ihr sagt, am Ende fehlen euch nur noch ein paar Pancakes, ihr habt aber jetzt bei Gott nicht mehr die Zeit, irgendwie noch ein bisschen selber zu spielen und euch die Pancakes zu holen, dann kauft euch diese Angebote aber wirklich nur in der Not und auch nur dann, wenn ihr mit den Angeboten noch was erreichen könnt. Nicht, dass ihr jetzt 100.000 Gold ausgibt und dann nicht mal den letzten Buster bekommt. Im besten Falle seid ihr kurz vor Leon, habt ihn fast freigeschaltet und ihr müsstet euch das Angebot noch zwei, drei Mal holen, ja, dann macht es. Dann ist es natürlich clever. Ansonsten lasst die Finger davon. Ansonsten ist das Event ja echt easy. Versucht einfach so viel wie möglich zu spielen und euch so viel wie möglich da rauszuholen. Das ist jetzt einmal eine Woche, die ein bisschen härter ist, aber die lohnt sich natürlich. Ey, drei Buster, vor allen Dingen die Leute, die noch unter Level 120 sind, werden die Buster dann auch erstmal nicht mehr freischalten können. Für die ist es nochmal doppelt wichtig. Um im Event die maximale Value rauszugehen, versucht einfach wirklich möglichst viel auf Loot zu gehen. Versucht mit möglichst vielen Läufern zu arbeiten, also mit Max, mit dem Hogwider, mit dem Schicken, damit ihr so schnell wie möglich von Pancake zu Pancake kommt. Und ein kleiner Tipp ist, lauft auch viel am Rand um, denn am Rand sind meistens nicht ganz so viele Gegner und da liegen
liegen doch oft vergessene Pancakes rum. Wenn ihr wollt, mache ich nochmal ein eigenes Video zu Pancake-Event, dann schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch eine Kleinigkeit, die ich euch jedes Update sage, die aber extrem wichtig ist. Wenn ihr euch den Season Pass holt, dann bekommt ihr eine Gratisentwicklung. Und Leute, setzt sie bitte geschickt ein und verballert sie nicht einfach. Und da macht es wirklich nur Sinn, sie bei einem epischen Buster einzusetzen. Im besten Falle spielt ihr erst das Event durch, schaltet euch Leon frei und macht ihn dann direkt auf Super. Oder ihr setzt sie halt bei irgendeiner anderen epischen eurer Wahl ein. Besser eine schlechte epische, als eine gute seltene auf Super bringen. Auch wenn euch das im ersten Moment wahrscheinlich mehr bringt, langfristig gesehen ist das am cleversten. Denn einen seltenen oder einen gewöhnlichen zu entwickeln, ist einfach die reinste Verschwendung. Machen wir uns nichts vor, die zieht man früher oder später sowieso. Wenn ihr euch wirklich den Pass holt oder irgendeine andere Kleinigkeit, bitte gebt nicht zu viel Geld in Squadbusters aus, nur das, was ihr überhaupt, dann gebt gerne mein Creator Kopsei ein, denn damit supportet ihr meinen Kanal maximal. Ihr müsst nichts mehr zahlen und ich kriege eine Kleinigkeit von eurem Geld ab. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Update, Leute. Ich bin unfassbar gehypt. Jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, ist ja noch ein Tag vorher. Ich kann es kaum abwarten. Ich werde natürlich das Update auch wieder live streamen. Es wird richtig geil. Kommt gerne in den Stream. Ich hoffe, wir sehen uns. Ansonsten bis morgen in einem weiteren Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.